Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Track Guide auf dem Kanal Hauke zur Bay. Wir sind in Großbritannien Silverstone unterwegs. Turn 1 trägt den Namen Abby, wird flat genommen, das halbe Auto überfährt den Curb auf der rechten Seite, Turn 2 ebenso flat genommen, links halten. The Village wird bei 60 Meter bzw. Anfang des Curbs auf der linken Seite angebremst. Hier beim Eingang, Scheitelpunkt, den Curb bitte berühren, Sausage Curb vermeiden, genau dasselbe wie beim Loop. Wir schalten hier von 4 in 3, um den Rotationsvorgang vom Auto besser hervorzurufen und sind jetzt auf der Wellington Straight. Wir lenken ein und schalten dann runter. Ich blende euch das mal einmal hier kurz ein. Wir haben hier in Brooklands einen späten Scheitelpunkt, kommen raus im fünften Gang, schalten runter in 4 für Loughfield. Behalten im vierten Gang erstmal für die Kurve bei, am Ausgang ein Shortshift in 5. Kommen hier an der alten Stadt Zielgeraden vorbei, nun auf Cops zu. Und ja, wenn ihr diese Kurve nicht flat nehmen könnt, solltet ihr an euren Setup arbeiten. Für Mackets und Backets ist es wichtig, die Sausage Curb hier auf der linken Seite zu vermeiden. Und ja, hier auf der rechten sind sie eher mickrig. Man sollte sie nicht zu aggressiv befahren. Man kann sie aber nutzen, um die Rotation des Autos ein wenig hervorzurufen. Hier in Chapel Curve sind natürlich keine. Hier ist es wichtig, dann auf der linken Seite auf der Hangar Straight rauszukommen, um ein paar Zehntel zu sparen. Kommen auf Stowe zu, bremsen ja bei gut 40 Meter in den sechsten Gang runter und versuchen frühzeitig das Gas wieder zu drücken. Hier einen sehr, sehr weiten Exit, sind hier auch wirklich nah am Track Limit. Pit Entry mit 60 km/h, Geschwindigkeitsbegrenzung auf der rechten Seite, die Einfahrt, wir bremsen für Clubs. Einfahrt auch bei gut 100 Metern, schalten dort in den vierten Gang, benutzen beim Eingang viel Curb, können hier früh in den fünften Gang hochgehen. Haben dann auch maximale Traktion am Ausgang und das war ein Track Guide für den Silverstone Circuit. Falls euch dieser Track Guide gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. Haut da rein, euer Tobey.